Herr Mustafina, wenn Sie zum Frankenfernsehen, haben Sie kurz Zeit für uns? Der Hamburger SV hat super gespielt. Hamburger SV ist gut in Form heuer. Sturm Graz auch. Soll ich von hier kommen? Ja. Unterwegs mit dem Filmwerk. Sag, wenn du bereit bist. Okay. Es war ein spannendes Spiel, aber leider am Ende hat es noch nicht ganz geknappt. Was hat es denn gesehen? Im Champions League 10-8 verliert, da hat es dann gar nichts gelernt. Tatsächlich. Alles klar. Eine andere Frage. Wie wird es in den nächsten Spielen weitergehen? Gerade Amberg wird ja auch ein wichtiger Gegner sein. Na gut, ich habe jetzt mein letztes Spiel für Nürnberg gespielt. Also das werden die anderen immer erledigen müssen. Es ist jetzt zwar wichtig, dass Nürnberg gewinnt, aber nicht mehr in meinen Händen. Ganz schön starker Gegner dann für das letzte Spiel nochmal, oder? Ja, es gibt keine leichten Gegner in der Bundesliga, das haben wir feststellen müssen. Und es war eigentlich von Anfang an klar, dass Nürnberg gegen den Abstieg spielen wird in der Saison. Und wir werden sehen, ob sich das am Ende ausgeht oder nicht. Aber ich meine, die anderen Clubs haben natürlich enorme Budgets, haben unglaubliche Spieler verpflichtet und können natürlich leben, wie sie wollen, und haben auch Doppelteams, und diese Möglichkeit haben wir halt nicht. Wir können uns nur nach der Decke strecken, und ja, das versuchen wir jede Woche, aber wie man sieht, ist es halt natürlich nicht so einfach, dass man 2-3 Punkte einmal aus den Singles mitnehmen kann. Dann braucht man schon vorne vielleicht 1-2 Spieler, die hier konkurrenzfähig sind, und ja, was ich jetzt hier gespielt habe auf Nummer 4, ist sehr schön für das Publikum, ist super für mich, aber ich sag, wenn man als Team jetzt bestehen will, dann muss man wahrscheinlich vorne 1-2 Spieler verpflichten und muss auch hinten dementsprechend ja, eine gute Position haben, vielleicht einen oder anderen Doppelspieler noch, dann kann man in der Bundesliga auch bestehen, aber so spielt man halt wahrscheinlich jedes Jahr gegen den Abstieg. Zwergen Aufstand ganz knapp gescheitert gegen zwei Riesen, wie ist das, gegen so zwei Leuchttürme gleichzeitig zu spielen? Ja, also wenn man die aufstellt am Hafen mit einer Beleuchtung, findet man immer den Eingang. Also das ja, die sind halt sehr groß, sind eingespielt, sind nicht unbedingt Doppelspezialisten, aber schlagen natürlich extrem stark auf, und wir haben eigentlich gute Möglichkeiten gehabt, ja, und haben es halt nicht nützen können. Aber ja, der eine oder andere Punkt hat jetzt wäre schön gewesen, aber es ändert an der Tatsache nichts, dass wir uns verbessern müssen als Mannschaft. Wie fällt denn Ihr persönliches Fazit jetzt nach den 6 Spielen für den Club aus? Ja, ich meine, eigentlich mit dem Didi super Doppel gespielt, alle 3 Partien ganz, ganz knapp verloren. Und ja, im Single ging es eigentlich besser von Woche zu Woche. Ich habe auch heute keine schlechte Partie gespielt. Vielleicht das Ergebnis etwas glatter ausgefallen, als das tatsächliche Spiel dann tatsächlich war. Aber bin ich unzufrieden, aber natürlich will man Punkte für die Mannschaft holen. Es ist ja dann ein Mannschaftssport, den wir jetzt betreiben. Und das ist mal verantwortlich für den anderen. Es tut mir leid, ich hätte gern das eine oder andere natürlich den einen oder anderen Punkt gemacht. Den Zuschauern hat sich ja nicht gedient, oder? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein toller Club, es ist eine tolle Atmosphäre. Ich spiele sehr, sehr gerne hier. Und es wäre natürlich schöner, wenn wir auch ab und zu gewinnen, weil dann trägt das natürlich mehr zum Hoch bei. Sollte der Club die Klasse halten dieses Jahr, kann man sich noch 2012 noch ein Engagement von Thomas Muster hier vorstellen? Ich komme in 21 Jahren wieder. Ja. Okay, danke schön. Danke. Unterwegs mit dem Filmwerk. Noch in Nürnberg, bald bei Obama.